gemacht, dass man deinen Namen, dass man deine Worte nicht hört. Was meinst du? Hast du diese Einstellung gemacht, dass man dich halt nicht hört in den Videos? Nein. Ja, so, man hört dich halt jetzt, ne? Jetzt. Ja, man hört dich gerade im Video. Nein, ich hab's halt nur gemacht, dass man bei der Party nicht gesagt hat. Ja, also hört man dich. Wenn du bei der Party das machst, dann hört man dich nicht bei meinen Videos. Ja. Also machst du trotzdem, dass wir uns hören? Ja. Ja, okay. Was habe ich da eigentlich gerade getan? Wieso nehme ich nicht einfach einen Fisch und dann bin ich wieder voll? Da habe ich noch ein paar Bandagen und einen Fisch. Ah ja, ich weiß noch, ich weiß. Weil ich halt nur noch ein paar Bandagen hatte. Leute, diese Runde. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren einfach die ganze Zeit mit wenigen HP. Ist so. Die ganze Zeit einfach. Es ist einfach so schwer, weil immer waren Gegner da. Immer bei uns waren Gegner. Aber trotzdem, ja. Ihr werdet sehen, was wir da gewissen haben. Werden wir die Runde holen? Oder nicht? Auch wenn wir Zweiter werden, ist auch krass. Aber wer hat gesagt, dass wir Zweiter werden? Wie gesagt, ihr werdet es in diesem Video erfahren. Oder werden wir es überhaupt bis zum Ende überleben oder so? Ihr werdet es alles erfahren. Oder werden wir jetzt hier bei dieser Stelle down gehen, wo ich gerade bin? Ihr seht es zwar nicht, weil man mich in meinem Video nicht hört, aber bei dem ich schon. Die Fußballerin hat das schon fast ein Sniper gefressen. Oh, okay, ich hab hier einen genommen. Ich bin gerade da, wo du 5 Kills hast und ich 4. Und jetzt plötzlich so eine Trap, aber die war absolut nicht. Die war absolut verkackt. Ja, hier ging ich wieder down, weil ich einfach großen Fehler gemacht habe. Ich muss mich eigentlich einbauen. Hier gönne ich mir noch mal den Baby. Zwei Leute, ihr könnt das Video sehen bei Petros Gesicht. Deswegen machen wir es gerade beide. Ja, Leute. Also ich brauche das jetzt bei meinem Video nicht sagen, weil man hört mich nicht, aber ich verlinke die mir auf jeden Fall. Ja, ich auch. Also dich. Ja. Und Leute, ich werde Dimi, glaube ich, auch versuchen, jeden Tag in den Ferien jetzt ein Video hochzuladen. Beispiel heute bei mir gab es sogar einen Stream, Leute, das erste Mal GTA habe ich gezockt, also bei meinem Kanal halt, so ein anderes Spiel halt, habe ich auch gestreamt und ja, jetzt kommt noch ein Video. Also, er hat schon GTA gespielt, off hold off, also von Petro war das zum das erste Mal. Mal. Auf YouTube halt. Ja, aber für Petro war das erste Mal. Oh, jetzt kann ich den miesen von der Ecke. Und Leute, wenn er mehr geht, hier Arsch. Ich bin da bei dir Fußballerin und so. Und da, ich bin da, wo diese ganzen Leute von der Seite auch machen. Ja, dann wenn, und wenn ihr sowieso welche GTA Streams oder so mag oder generell so GTA, dass ich halt geht, auch GTA Videos machen. Also tatsächlich eigentlich so GTA und sowas.
Also am meisten, also Leute, Fortnite wird natürlich bleiben. Für die, die GTA nicht so interessiert. Aber manchmal werde ich auch so schon ein paar GTA-Videos. Ja, ich auch. Also heute aber in Fortnite den Stream, wird auf jeden Leute. Fall bleiben. Ja, heute in den Stream, Leute, von GTA, haben ich und Petro Rennen gemacht. Könnt's. Also, ja. Wenn ihr halt Bock habt, dann könnt ihr wirklich den Stream sehen, aber bin ich dann auch nicht. Das ist halt der Stream, ne? Oh, hier fast noch mal den Typen gesniped. Dieser Typ, der weggerannt ist, den habe ich noch gerade noch geholt da. Und der uns wichtiges Healing da gegeben hat. Mit dieser Goldschubberin und dieser andere dann noch. Jetzt haben wir wieder viel Leben, Leute. Aber danach, wer weiß, ob wir die Runde überhaupt noch gewinnen werden. Oder wir werden einfach wegen der Saison verrecken, das geht auch. Okay. Ja. Es kann noch alles passieren, Freunde. Jetzt bekomme ich hier noch mal den Schneeballwerfer. Also Leute, wir laden es halt zweimal hoch, damit ihr in die Sicht, also eigentlich dieselbe Runde, aber damit ihr seht halt die Sicht von Dini und dann noch auf mein kleinen Laser gefressen. Ich bin wieder One Shot. Das war's mit mir. Wird das jetzt der Moment sein, wo ich verrecken werde? Der eine Typ sprayt da ordentlich. Jetzt baue ich mich so ein bisschen hoch. Leute, ihr seht Hit. Meine HPs, Leute. Ihr seht meine HPs. Ihr seht doch meine. Unten. Ich habe ja. Ein HP und 50 Schild. Werde ich jetzt verrecken? Oder werde ich es noch überleben? Ja, das da, ist die Frage. Hier, wo ich gerade bin, habe ich aber nur 3 HPs. Und ich verrecke. Ne, komm einfach schon. Ich verrecke jetzt. Und jetzt? Wechseln wir rüber zu Divi. Was macht Divi? Holt den ein. Jetzt seht ihr noch ein bisschen so die Sicht von Divi. Es ist nur noch ein Gegner, Freunde. Wird es, auch wenn er es jetzt nicht schafft, ist das trotzdem eine sehr, sehr, sehr krasse Runde. Er wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Ich guck so immer seine HPs an. Der zeigt sich auch so offen. Aber nein, er sniped ihn und überlebt es mit einem HP. Naja, jetzt einfach so ein bisschen schade, dass du gesagt hast, weil jetzt wissen die halt wieder. Aber naja. Ich bin ja nicht mehr da, ich bin halt bei Anfang noch. Er überlebt es einfach mit einem HP. Vielleicht ist das ja nur eine Lüge, wer weiß. Vielleicht hat er auch verloren. Seht ihr dann auch bei seinem Video und bei meinem Video auch. Ja. Bei diesem Video muss ich auch alles groß schreiben, den Titel. Das ist einfach Pflicht. Hier, Leute, kommt by the way auch noch
ein richtig schwieriger Teil. Jetzt, also hier wo ich gerade bin, kommt ein richtig schwieriger Teil. Hier werden wir uns richtig viel anstrengen. Entweder werden wir sterben oder nicht. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, wenn wir sterben oder nicht. Also ja, wenn wir sterben oder nein. Dimi, die sehen uns schon an der Länge des Videos, ob wir sterben werden oder nicht. Stimmt, aber schreibt mal trotzdem in die Kommentare, werden wir sterben oder nicht. Oder wird überhaupt einer von uns verrecken? Bei Petros ist auch richtig schlau. Ich habe 185 HP, aber Petros ist halt richtig schlau. Ihr seht, voll unten. Und ja. Weil ich sag euch, Leute, wenn ihr mein Video dann auch seht, dann achtet mal auf diesen Kommandoskin. Das war richtig hart. Ich dachte schon, bei dem dachte ich, ich sterbe. Bei dem Kommandoskin dachte ich, ich sterbe. Wir dachten schon eigentlich auch von Anfang an, dass wir sterben, aber naja. Ja, das stimmt auch wieder. Das nächste Video, ich weiß auch schon was, seid auf jeden Fall gespannt, was dann kommen wird. Also ich verrate nur so viel, dass gab es noch nicht auf meinem Kanal. Und heute Morgen vielleicht werde ich wieder streamen. Weiß ich nicht. Was? Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Entweder GTA oder Fortnite. Weiß ich nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt. GTA oder Fortnite. Von den Streamen halt. Weil morgen werde ich glaube ich schon streamen. Warte, ich höre dich leise. Oh, ich hab mies falsch ankassiert, Leute. Hier. Immer noch. Ich höre dich aber ultra leise. Dass man einfach kurz aufsteht vom Stuhl und dann direkt einfach auf die Fresse fällt. Ah ja. Man kennt es doch. Man kennt es. Also mein Aim ist hier, Baba. Kappa. So, Leute, so guckt ihr mal, wie ich diese gute Mann geholt habe. Habt ihr es gesehen, Leute? Leute, wir haben noch eine noch krank Season 19, Season 7, keine Ahnung. Ja, Season 7 gleich war das. Die ich glaube Season 8 oder 9, weil Kills da gab. Ich kann mich noch erinnern, dass da einfach so in dieser Dschungel da war. Ja, Season 8 war das gleiche, ja, ja. Wir haben einfach, Leute, 22 Kills gemacht. Also und Leute, das muss Season 8 oder ich glaube, ja, das muss Season 8 sein, weil das war tatsächlich noch auf meinem alten Account. Wir wollten halt nur Herausforderungen machen und am Ende hat sich herausgestellt, dass wir einfach 22 Kills hatten und die Runde gewonnen haben. Beide hatten einfach 11 Kills, Leute. Und wir wollten nur Herausforderungen machen. Wir dachten uns so, ey, yo, wir hatten ganz nice Loot, so. Dachten uns so, ja, okay, lass mal die Runde einfach so zu Ende spielen. Weil wir waren so richtig im Herausforderungsfieber. Wir wollten so richtig Herausforderungen machen. Doch dann machen wir einfach diese krasse Runde. Ich kam einfach auf mein Leben nicht mehr klar. Okay, 22 Kills. Klingt für euch jetzt... Also für manche halt nicht so krass in Duos sogar, aber... Manche also schaffen das halt auch so alleine, aber... Yeah. Dass wir halt so Herausforderungen machen wollten und dann noch so eine Runde geschafft haben. Das finde ich krass. Weil wir dachten so, ja okay, wir sterben eh, also lass mal die Runde selbst gehen. Aber gar nicht. Wir haben den Ring geholt. Und wir hatten noch so eine Runde, da hatten wir insgesamt 15 Kills, glaube ich, oder so. Ja, es gab halt viele Runden, da wo wir viele Kills hatten. So 16. Und Leute, jetzt ist Dimi dran mit in. Also alleine halt die 20er Bomb schaffen. Ich hab's ja schon geschafft, wer es noch nicht weiß.
Hab halt die Nightstorm-Bomb geschafft, aber leider habe ich nicht auf YouTube. Ne? Ich habe halt die Nightstorm-Bomb geschafft, ja, Leute. Heute hat er tatsächlich noch eine 17er Bomb geschafft. Ja. Und nicht mal gewonnen. Guck mal, also, Leute, das guck ist schon mal, krass, Leute, das ist der letzte, das ist der letzte. Werde ich ihn jetzt kriegen oder nicht? Weil ich habe ja nur 73 HP, aber da bin ich einfach am Anfang übelst weggeladert. Alter. Und ich gewinne mit 1 HP, Leute. Ich snipe ihn. Ich bin 1 HP. Er hat dir den Flieger, glaube ich, so gegeben. Ah, 7 Kills, Leute. Der macht heute 6. Und ich hätte einfach 1 HP überlebt. Ja, das war's mit dem Video, oder? Ja. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen. Für einen Daumen nach oben, aktiviert auch die Glocke und lasst auch ein Abo da. Und checkt doch Petro ab. Ich fahre den Kanal, verlinke ich euch ja, unten bei der Beschreibung. Wir sehen uns in den nächsten Mal. Ciao.